überraschend, aber er kennt sich nicht nur gut aus bei Goethe und Schiller, sondern eben auch bei Schlegel, Novalis, kennt die wesentlichen Romane von Tieck und kann sie sehr pointiert zu den Stellung nehmen. Das ist für mich ein sehr, sehr überraschender Text gewesen, in dem sozusagen die Kontroverse zwischen Klassik und Romantik schon in ihrer deskriptiven Gestalt vollends da ist. Da ändert sich später gar nichts. Aber was später dazu kommt, ist, dass dieses Verhältnis, dass er Partei nimmt für die Klassik und das polemisch zuspitzt. Und das geschieht tatsächlich dann erst in den 70er Jahren. Und vorher ist es, André Tiegel meinte in einem FAZ-Artikel, er hätte, nachdem er diese Arbeit geschrieben habe, dann den Umweg über Brecht gewählt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Umweg war, es kommen da noch ein paar ganz andere Parameter hinzu. Der Axe war schon damals nicht nur auf Klassik- und Romantik-Gegensatz abonniert, sondern hat auch ganz andere Dinge noch bearbeitet, er war so weiter interessiert. Der Brecht war da ein Baustein in einem facettenreichen Gefüge. Interessant ist eben, ich wollte es einfach nur erzählen, weil ich denke, es interessiert hier einige Anwesende auch, dass dieses Thema also nicht erst in den 70er Jahren aufkam, wie es in einigen Vorträgen formuliert worden ist, sondern es ist ganz früher Axe. Ja, ich wollte mal kurz was dazu sagen, weil es jetzt in dieser Entwicklung so anklang, als hätte es nun bis zu diesem Jahr 2001 oder 2002, wo der Essay erschienen ist, so eine radikale Zuspitzung dieser Polemik gegeben. Das ist es ja nicht allein. Also dieser Romantik-Essay, der hatte auch noch eine andere Qualität, nämlich die, dass er beispielsweise in dem Mittelteil versucht, Wieland als einen Illuminaten zu erweisen. Und das ist literaturhistorisch ganz gut gearbeitet. Das ist jetzt nicht einfach so von der Hand zu weisen, was Hax da tut. Das ist wirklich sehr differenziert mit den Quellen beschäftigt. Also Michael Mahr hat das in seiner Rezension mal aufgeführt, also dass sich Hax dort wirklich umgetan hätte. Also das ist so der eine Punkt. Und zum Zweiten muss man vielleicht auch mal sehen oder mal fragen vielleicht auch, ob sich da dieser Sprachduktus, der ja nun diesen Essay beherrscht, der so auch so ganz interessante Verknappungen hat oder bestimmte Wiederholungen auch. Also Michael Mahr hat herausgestellt, dass Hax dort hier mit dem Stilmittel der Wiederholung ganz dezidiert arbeitet. Ob das vielleicht auch schon diese frühe Schrift zur klassischen Romantik, ob das auch schon dort prägend vorhanden ist oder ob es erst später dann dazu kommt. Aber ich wartete da ausgerechnet an dieser Stelle immer einen Hinweis auf Schinks oder auf andere, die sich damals ausgerechnet mit den Illuminaten so ausführlich beschäftigt haben, nicht wahr? Also er macht nie einen Hinweis auf seine Quellen. Und einmal, aber im Vorbeigehen. Er benutzt Quellen, aber er gesteht es nicht. Da mische ich mich mal ein, aber das ist halt das Problem, das sie bei Schriftstellern immer haben, dass sie keine Fußnoten schreiben. Ja. Daniel Kehlmann, mit dem ich neulich mal zusammen saß, da habe ich einen Vortrag über Döbling gehalten und sagte, naja, ist ja nicht so wichtig, ich rede ja als Schriftsteller. Ja. Und das ist halt eine verbreitete Haltung, die finde ich auch ganz in Ordnung. Alles in Fußnoten zu versehen und nachweisen ist auch für das breite Publikum eine so angenehme Art, Texte dann präsentiert zu bekommen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, das gehört in den Zusammenhang der Philologendemütigung, die er immer wieder gerne betrieben hat. Also er hat ja im Algorithmus und überall, wo er darüber geschrieben hat, welche Rolle hat die Kunstkritik, welche Rolle haben die anderen Kerner, da wollte er ja immer sagen, sozusagen, die sollen froh sein, wenn ich von ihnen Notiz nehme und wenn ich sie nicht erwähne, sind sie auch froh, denn dann habe ich sie nicht bestraft. Etwas anderes, was mir heute während der Vorträge und zwischen den Vorträgen durch den Kopf gegangen ist, ist der Gegenbegriff zur Romantik. Der kam hier immer ein bisschen schematisch nur zur Sprache, also die Klassik als das Formvollendete. Das Problem, was ich durchaus sehe, ist, dass der Klassikbegriff bei Hax ja nicht einer ist, den man auf das formal Vollendete reduzieren kann. Es gibt ja bei ihm ein ausgeprägtes Interesse für Unterhaltungskultur beispielsweise. Er selbst hat Saxophon gespielt, also Jazz gespielt, hat auch Jazzplatten gehört. Es gibt von ihm Arbeiten zum Kabarett. Die frühen Gedichte, die er geschrieben hat, sind zum Teil eben Schlager, sind Kabarettarbeiten, also gemacht für die diversen Münchner Kleinkunstbühnen, auf denen er sein Geld verdient hat. Und er hatte überhaupt gar keine Aversion gegen das, was
Schiller in seiner Kritik an Gottfried August Bürger kritisiert hat, also etwa Interjektionen in Gedichten einzubauen, ja, also rumpelnde Verse zu schreiben. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Das widerspricht ganz und gar sozusagen dem Zielbild von Klassik. Ja. Und gleichzeitig fällt mir auf, dass so ein Interesse also für Massenkunst entwickelt und dann die Grenze irgendwann schwierig sein wird zu ziehen, wo schlägt diese Grenze um in falsche Massenkultur. Also Graphic Novel ist dann was Böses. Kann man sich auch mit den Huxschen Maßgaben im Kopf vorstellen, dass man eine Gothic Novel als formvollendetes Kunstwerk machen kann? Das sind so Fragen, die man stellen müsste, um sozusagen den Gegenbegriff zur Romantik überhaupt immer zu profilieren. Und erst wenn man ihn richtig klar hat, wird die Romantikkritik in ihrer ganzen Kontur, glaube ich, auch sichtbar. Da hat sie rutschen schon. Entschuldigung. Naja.